Also wenn ich sterbe zwischendurch, ne? Wissen wir warum. Außer ich treffe jemanden. Ich habe jetzt übrigens eine Katze, Kitty, die heißt Samtpfote. Das ist Samtpfote. Ich habe die vorhin in eine der Boxen gekriegt. Warte. Hier. Samtpfote. Wir haben unser Maskottchen. Wir haben unser Maskottchen. Aber ohne Witz, wie viele Katzen ich mittlerweile habe. Katze. 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 Will mir das Spiel was damit sagen? Ich glaube... Das Spiel will mir was damit sagen. Okay, die braucht auch mal wieder Auslauf. Dich hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal draußen. Aber ich kann nachher auch noch einmal kurz zu dir wechseln. Da. Ein Tagebuch. Ja, ich hab dich gesehen. Ist ja gut. Ich hab dich ja gesehen. Okay, wie ich bin. Iron! Hybrid muss da auch durch. Hybrid wird auch geritten. Hybrid ist auch ein Reittier. Ein Lastentier. Warte, wo ist er? Da. Hier, Hybrid. Ansonsten habe ich, glaube ich, keinen von euch als... als Reittier. Ich habe jetzt Iron als Reittier. Ich habe Hybrid als Reittier. Ja, ansonsten sind meistens Zuschauer. Sind die Zuschauer meistens Begleiter. Reit vielleicht Kamel ist ein Problem. Du hast doch die Vorlage dafür gegeben. Das hat halt gepasst. Weil du ne, gesagt hast und dann habe ich und ne? Ich und mein loses Maul. Ja, siehst du. Hättest du gesagt, du wirst als Katze oder sowas bezeichnet, dann hätte ich gesagt, okay, dann bist du jetzt eine Katze. Aber es fiel nun mal das Wort Kamel. Das kann ich nicht ändern. Das war es, ne? Und so. Das war die perfekte Vorlage. Es tut mir doch leid. Trampeliert, wird immer gesagt. Das sind halt Kamele. Ja, siehst du. Die Tür befindet sich dort, im Westen. Alter, wie viele Tiere wollen sie um sich haben? Ja. Oh. Wollen wir in der AOE stehen bleiben? Ja, wir wollen in der AOE stehen. Leck mich. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Ich stehe nicht so aufs Würgen. Ich habe nicht genug Stück. 14 habe ich als Begleiter. Ah, ja, stimmt. Stimmt. Das wollte ich aber gerade eher weniger. Ich hätte gern Geschwindigkeit. Fähigkeiten gucke ich mir gleich an. Ich wollte eigentlich nur bei den Schriftrollen gucken.
Okay, Gift habe ich, dann ist da noch drin. Schreibe auf dem Handy immer wieder toll. Dann präsentiert Inzucht ein Spiel für die ganze Familie, Schleichwerbung macht. das sind 75 mm für Button groß. Ich hätte jetzt gesagt, normal groß. Ich weiß nicht, wie groß solche Button sind. Aber Iron, du könntest ja auch so Eidaria-Wappen-Button machen. So mit Kitty und so. Für jeden halt so einen gefertigten Button da. Gibt's doch auch. Wo sind die Leute? Oder mit Text. Wo sind die Leute? Das ist, warum? Ohren aufstellen. Hier stehen wir jetzt. Wenn man ein Community-Treffen ist, dann vielleicht. Müsste man eigentlich mal machen, ne? So im nächsten Jahr vielleicht. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Wenn Interesse eurerseits besteht, natürlich. Vorausgesetzt. Würde nach bald 2 Jahren ja eigentlich sich anbieten. Nee, es ist ja ganz schlecht. Ja gut, dieses Jahr auch. Dieses Jahr ist es bei mir ja ganz schlecht. So schwärzig. Ja, du musst doch Haushalt machen, hast du gesagt. Kannst du ja jetzt gar nicht. Oh, scheiße. Ich sterben werde. Ich weiß immer wieder, warum ich froh bin, dass ich mich heilen kann. Ist jetzt mein Urlaub. Ich weiß. Ja, ich kann jetzt nicht noch 2 Jahre warten. Also dann noch 2 Jahre warten. Der hat gesagt, das macht sich meine Beine. Macht sich ja auch! Aber so geht das Lied hauptsächlich. Ach, dieser Scheißstuhl, ich hasse ihn. So, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder 3 Kilometer weiter unten. Ich kann ja schlecht bis 2024 warten. Das könnte ich auch, aber... Man will sich doch auch mal sehen. Allein ist das aber ganz schön schwierig hier. Ich verstehe. Huch. Ich habe auf Versehen umgeschaltet. Oh Gott. Ich werde sterben. Hier alleine. Wie kommt man denn dahin? Soll ich einmal rumrennen, ne? Ich glaube, ich war hier auch noch nie drin. Warum habe ich das Gefühl, dass ich drauf gehe? Entschuldigt, Fleischding. Siador ist schon lange tot. Wir haben seine Gestalt angenommen, um euch hierher zu bringen. Ja. Siador's Tagebuch. Es ist der Dschungel, gefangen in den Mauern von Wurzelbucht. Das ist kein
Das ist kein Dedra, das ist auch kein Geist. Es ist der Dschungel selbst. Die Elfen hier haben eine Möglichkeit gefunden, den Geist des Dschungels in die Wilkensteine der Stadt zu binden. Wahrscheinlich hielten sie sich damals für genial, den Dschungel an die Stadtmauer zu binden, die Mauern dann mit Magie zu kontrollieren. Kein Zufall mehr, reine Ordnung. Aber gefangen in den künstlichen Mauern wurde der Dschungel wahnsinnig. Er übernahm die Kontrolle über die Stadt, tötete die Bewohner, zog die Stadt unter die Erde, dann schlief sie und wir weckten sie auf. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das rückgängig zu machen. Ich brauche einen Einstimmungsstein, wie ihn die Baumeister zur Erzeugung der Bindungszauber verwendet haben. In der unteren Kammer sollte einer zu finden sein, westlich des zentralen Wilkensteins. Mit dem Einstimmungsstein kann ich es schaffen, die Dinge hier wieder ins Lot zu bringen. Aber zuerst müssen 3 Unterstützungssteine eingestimmt werden, bevor mit den zentralen Steinen die Bindungsmagie in den Mauern entfernt werden kann. Ich habe die 3 hier markiert, damit ich nicht vergesse, wo sie sich befinden. Wenn die 3 erledigt sind, sollte es kein Problem sein, den zentralen Wilkenstein einzustimmen, den Geist von Wurzelbruch zu befreien, diesen Albtraum zu beenden. Eine gefährliche Aufgabe, aber unkompliziert. Ich hoffe, dass ich bis zum Wein wieder bei den anderen Lager bin. Okay. Ich glaube, ich muss bis zum 20.10. meine Urlaubswünsche abgeben. Echt? Ihr habt Siodors Einstimmungsstein gesucht? Ihr wollt uns befreien? Verschwendet nicht eure Energie. Ihr werdet hier bleiben. Hier werden unsere Wurzeln euer Blut trinken. Wie gesagt, man müsste dann, wenn man ihr nächstes Jahr... sterben, genau wie ja, Siodor. Ist ja gut. Wir ja. Euch austrinken, genau wie Siodor. Bitte nicht. Man müsste dann ja zum einen gucken, wo man es macht. Also wo man dann ja das Community-Treffen macht. Zum anderen, wann? Oh Gott. Langsam aber sicher bin ich gestorben. Muss ich das Viech getötet haben? Sieht das Viech die töten? Die Elfendinger haben uns hierher verpflanzt. Also haben wir sie getötet. Verzehrt. Sieht das Viech töten? Mann, ich bin dran vorbei. Steht nur, kommt zu den Wilkenstein. Einstimmungsstein befreien? Vermüht euch nicht. Es ist nicht die Freiheit, die wir begehren. Wir begehren euer Fleisch. Oh, okay. Machen wir einfach. Oh. Also wie gesagt, dieses Jahr ist es halt, ja. Ihr könnt uns nicht entkommen. Ich weiß noch nicht, wann wir ungefähr mit der Renovierung fertig sind. Okay. Hier überall verteilt. Das kann spaßig werden. Aua. Manchmal wünsche ich, ich hätte mehr Leben. Okay, ich habe irgendein Bestrebungsding fertig.
Ja, wieder Sachen mit Waffenfertigkeiten. Aber einfach voll Damage, wenn alles nicht stirbt. Keine Heilung. Ja. Hast ja recht. Gewährt 10 Gegenstände in einer Schreinerbank. 7 Einrichtungsgegenstände. Yes. Frag mich doch. 2 Arenen ab. Gruppenherausforderungen offen und verließen. Okay. Hi. Oh, armer kleiner Bürger. Eckenstein. Wollt ihr uns immer noch mit dem Einstimmungsstein befreien? Wir haben es euch schon einmal gesagt. Wir brauchen eure Güte nicht. Sie kommt viel zu spät. Und falls ihr glaubt, wir würden euch nicht... Das ist unerfreulich. Unser Geist fühlt sich zerrissen. Irgendwie solche ekelhaften Viecher, ne? Dieses Licht erinnert uns an die Sonne. Boah, ist das hell. Wärme wie die der Sonne. Wir wurden aus dem Gefängnis des Elfendings befreit. Wir entschuldigen uns für das, was wir tun wollten. Wir sind verrückt vor Hunger und nicht in der Lage, uns selbst in diesen Wänden zu versorgen. Wir sind nicht wir selbst. Die Luft ernährt uns jetzt. Wer seid ihr? Wir sind der Dschungel. Wir wurden von den Elflingen in der steinernen Stadt gefangen, wo wir nicht mehr von der Sonne trinken konnten. Aber ihr habt uns befreit. Jetzt ruft uns das Grün zurück in seinen Schoß. Wir werden tun, was wir können, um Buße zu tun. Wir danken euch. Da wir jetzt frei sind, ist alles, was wir tun oder werden können, unsicher. Wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Was ist mit Zirdo und den anderen geschehen? Wir kehren ins Grün zurück. Ja, aber wir sehen, dass es oberall angeklickt. Oder Teile Flüsse werden und uns verwaschen lassen. Aber wir können uns nur schwer entscheiden. Okay. Ja, aber jetzt. Wenn wir könnten, aber in unserer Gefangenschaft, in unserem verzweifelten Hunger, haben wir sie verschlungen. Sie werden nie vergessen werden. Wir erinnern uns an jede Faser, die wir von ihnen aßen. Um euch und sie zu ehren, werden wir nie wieder Fleischdinger essen. Fleischdinger. Okay, also kann ich jetzt wieder raus, oder wie? Servus. Servus. Doch, erstmal ein Steak. Hab ich auch gerade gedacht. So, und jetzt erstmal was Leckeres zu essen. Würstchen. Schnitzel. So, was habe ich denn da jetzt? Die Sammlung Andenken wurde um die Andenken von Wurzelbuch erweitert. Was sind diese Andenken eigentlich? Ich habe mir die noch nie angeguckt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich hab so ein paar, aber keine Ahnung. Kurzzeitiger Effekt. Ah, okay. Ja, wenn es so ist. Lächeln. Oh, ihr seid zurück? Dann wurdet ihr also nicht von Löwen gefressen. Gut. Na, wenn er sonst Tiger. Konntet ihr die Tagebücher finden? Ich habe 3 Tagebücher geborgen. Oh, ausgezeichnet. Lasst mich einmal sehen. Oh je, schaut euch nur dieses Kauderwelsch an. Durch uralte Ruinen in den Wahnsinn getrieben. Das ist eine Goldgrube. Die Pseudo-Intellektuellen aus Eldenwurz lieben dieses Zeug. Allein die Kommentarbände werden mich für Jahre in Lohn und Brot halten. Schön. Freut mich, dass wir helfen konnten. Geile Dolche. Hätte ich auch gerne. So, dann reiten wir mal wieder auf Iron. Hürhot, ja. Kamel! Hürhot! Irgendwie... Oh. Mein Kamel ist weg!
Kann ich gar nicht schwimmen. Iron kann nicht schwimmen, okay. Macht es nicht eher Sinn, wenn ich hier rumreite? Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Ich versuch's einfach. Ich bin zu voll zurückzureiten. Na, sieht aber gut aus. Aber ich bin froh, wenn wir aus dem Dschungel hier wieder raus sind. Ist nicht gerade eines meiner Lieblingsgebiete. Wenn ich ehrlich sein soll. Da ist noch eine Dingens. Und es heißt auch noch Krabbelgrube. Boah, wenn da keine Spinnen drin sind, ne? Boah. Die Spinnen haben Rätsel, ja. Oh Gott. Das wird furchtbar. Danke, ich sehe schon. Ich sehe das Begrüßungskomitee. Servus. Ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Tschüss, ihr alle Leute, da bin ich nicht zu Hause. Ich spiele jeden Montag, Aki. Aber hallo, ich spiele jeden Montag eher so, wenn ich nicht gerade krank bin oder es vergessen habe zu updaten. Wenn mein Update kam. Wenn eine Regel immer montags. Und immer zwischen 12 und 16 Uhr. So ungefähr. Ah, seid ihr ekelhaft. Aber ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du hattest einen wundervollen Start in die Woche. Ich befürchte, dass wir irgendwann noch von der Decke kommen, ja? Das ist die Erwartung immer. Ja. Aber heute ging's ja. Meistens passt es ja zwischen 12 und 16 Uhr. Ich glaube, es hat bisher nur ein einziges Mal nicht geklappt. Ey. Aber da hatte ich sowieso später angefangen. Da hatte ich, glaube ich, um 15 Uhr angefangen gehabt. Das eine Mal. Muss ich hier überhaupt lang? Nee, ich muss noch da hinten. Ich war so von der Himmelsscherbe da beeindruckt. Okay. Dahin. Da? Nee. Oh, ja, nein, vielleicht. Nee, das ist über mir. Haha. Über mir. Doch, dann muss ich da hinten lang, oder? Ich schaue mich lieber dreimal um. Da oben ist es.
ihr seid verdammt widerlich. Ja gut, geht doch nur da lang. Könnte ich nicht einfach hier auf der Wurzel, sondern... Ich weiß, es wäre zu einfach. Sehr gut, ich gehe den normalen Weg. Hier geht's hoch. Okay. Wir haben zumindest den Weg nach oben gefunden. Wie sie das Gold liegen lässt. Ja. Wir brauchten Gold. Sehr gut, Loot, doch, doch gut. Loot bedeutet meistens irgendwann volles Inventar. Wir haben doch nicht so viel Platz. Ich meine, wenn ich mir jetzt schon angucke. Ich habe doch noch 10 Plätze. Oh, ich habe da noch was. Okay, ich habe 11 Plätze. Okay, warte mal. Packt man seinen Händler aus und tauscht den Schund gegen Gold. Ich habe keinen Händler. Ich habe tatsächlich keinen Händler. Leider. Das ist ja mein Problem. So, müssen wir gerade das Sprachnotiz anhören. Der wichtigste NPC in jedem Game. Ja. Weiß gar nicht. Doch, kriegt man den aus dem Shop? Ja, ne? Oder? Ich weiß es nicht genau. Ich sehe immer die Leute, die mit einem rumlaufen, frage mich immer, okay. Wo kriegt man den nochmal her? 5 Goldpunkte. Ja, gut. Dann weiß ich immer, warum ich keinen habe. So viel Money habe ich nicht. Pakete, Vorräte, Neuverteilung. Hier, ne? Ja. Jo, Kater. Ja, irgendwann mal. Ich hab 600. Bist du schneller da, als ich aufschließen kann, ne? Ist etwas viel. Ich werde es bereuen, diese Kiste geöffnet zu haben. Ich werde es bereuen, diese Kiste geöffnet zu haben. Ah.
ich werde bereuen, diese Kiste geöffnet zu haben. Irgendwie zu der Zeit beliebt ist das Skill bei vielen Streamern. Weiß bis heute nicht wieso. Ich kann es dir tatsächlich auch nicht sagen. Warum muss ich die Viecher jetzt in der Aufnahme sehen? Also ich weiß nicht, ich hätte ja gern... Warte mal. Ja, ist halt cute. Den hätte ich gerne. Ich hätte mir das jetzt nicht angucken dürfen, ne? Der ist so cute. Oh. Kann man davon immer nur einen haben oder kann man alle haben? Aber nur einen benutzen. Ja, gut. Irgendwie musst du die Sammelpakete holen. Brauch noch die Sammelpakete. Ja. Ich würde mir halt eben, wenn nur einen holen, wahrscheinlich. Weil. Geld. Aber die Sammlerpakete brauche ich noch. Hab ich noch nicht alle. Weil den Hund hier habe ich schon. Den hier müsste ich glaube ich auch haben, ja. Den brauche ich. Eine Pakete muss ich sein. Doch, gerade wegen mancher Sachen hätte ich sie halt gerne. Allein wegen dem hier zum Beispiel, das finde ich ja richtig cool. Ja, die Springmaus finde ich auch mega cute. Das hier habe ich jetzt zum Beispiel. Das hier finde ich jetzt eher so, Und die Dreamerspinne finde ich cool. Das Kriegspferd. Ich bin doch eine Sammlerin von Pets und Mounts. Ich kann da nichts für. Sagt der rote Wille hätte ich auch gern. Ja, gut. Ja, von den Outfits finde ich es jetzt auch nicht so. Aber jetzt war ja fand ich hübsch. Ein paar Sammlerpakete habe ich ja. Ja, weg von dem Zeugs. Das bleibt ja mir überlassen. Denke ich mir mal. Das bleibt ja mir überlassen, ob ich dafür mein Geld ausgebe. Ich spare ja über Monate. Was aber PB und GS Mount. Ich brauche sie alle. Das ist mein Problem. Mein größtes, glaube ich. In sämtlichen. Sämtlichen MMOs. Ich will immer alles haben, außer Spinnenmounts. Hat jemand einen Schnaps? Ich will nicht. Da kannst du da ein paar was drauf sein. Gib mir einen Jägermeister oder ein Korn. Passt auch. Boah, Alter.
Ja, passt. Passt, Julia. Passt, nehme ich. Boah, das kostet mich echt jedes Mal Überwindung, solche Viecher. Das ist furchtbar. Warum tut man jemandem sowas an? Ich war mir sicher, dass ich zur Beute werde. Ja, danke. Hau ab jetzt. Wir sollten hier verschwinden, solange ja. Es noch möglich ist. Und jetzt gibt's eine Zitrone. Ja, brauche ich auch. Kann ich mich da... Darf jetzt wieder raus, ne? Oh Gott. Danke, Iron. Boah. Das ließ die Lene sehen. Auch eine Spinne. Und wahrscheinlich noch größer. Boah. Oh. Eklig. Ich finde das bei Herr der Ringe schon ekelhaft. Wenn ein Kankra ankommt. Oder bei Harry Potter, diese Spinne. Boah, es ist... Das verlangt immer so viel von mir ab, ey, diese Viecher. Ich kann auch nicht weit genug weg sein von den Dingern. Ich war so kurz davor, zur nächsten Mahlzeit der Spinne zu werden. Boah, wen das Wort nicht. Etwas Seide für Mendel sammeln. Sie wird ihr Kleid doch noch bekommen. Sie verdient es. Mhm. Wenn ihr das so sagt. Ich wünschte, ich hätte etwas, das ich euch als Zeichen meines Danks geben könnte. Doch ich bin ein Elf von bescheidenen Mitteln. Und diese armselige Kleinigkeit ist alles, was ich habe. Sie wird reichen müssen. Vielen Dank. Du gibst keine Troll mit einer Spinne. Das sind die Bosse ja deutlich größer als in normalen Dungeons. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, die letzte riesige Spinne. Ich habe ja auch ein bisschen WoW gespielt. Nicht weit, ich lag nicht viel. Aber als ich da für mich bis dato die größte Spinne gesehen habe und du gehst einfach nur diesen Hügel lang und siehst schon diese Beine, die ganze Zeit so machen und du denkst dir nur so, what the fuck, nö, nein, danke, ich gehe wieder zurück. Oh. Oder Skyrim, wo die Viecher einfach von der Decke fallen. Bah! Gehst nichts ahnend da lang, plötzlich sitzt eine Spinne auf dir. Die auch noch haarig ist. Oh. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Spinnen, das Schlimmste überhaupt. Ich weiß, sie sind nützlich. Sollen sie von mir aus in irgendeiner Ecke sitzen und mich in Ruhe lassen, aber bah. Nee, danke. Reicht. Oh. Weißt du, wenn es wenigstens bei so kleinen Minispinnen bleiben würde. Aber nee. Was sag ich jetzt? Ein Button-Simulator. Für noch mehr Buttons. Für Syntros Fan. Okay. Beinhaus von Telakar. Auch in meinem Haus keine Unterstützung durch das Spinett. Die können woanders nützlich sein. Ja. Bei mir von mir aus auch. Überall anders. Das Gute ist, mein Kater frisst Spinnen. Nicht alle, aber die meisten. Das sind wahrscheinlich gerade keine Leute hier, oder? Das war das Viech. Das habe ich ein einziges Mal alleine versucht. Danach nie wieder. Das hat damals nicht gut geendet. Ich muss da hoch. Da warte ich lieber, bis Kitty da ist. Irgendwann. Beim nächsten Mal. Das brauche ich aber nicht wirklich. Doch. Doch. Du kannst natürlich auch den Real-Life-Button-Simulator machen.
Wenn es so ein Verunstück, da war ein Tausendfüßler im Haus und der starrt das Vieh an, legt sich daneben und putzt sich. Ich bin der Panikattacke voll aus der Rand und Band. Also wir haben einen Kater, der spielt mit den Dingern, egal was. Dann haben wir einen, der fängt sie in Perfektion. Und Salem spielt erstmal eine Runde mit dem Tier. Und dann frisst er ihn genüsslich. Bei Spinnen lässt er dann leider manchmal so ein Beinchen da liegen. Das Beinchen zuckt dann immer noch. Finde ich ein bisschen seltsam. Aber schau mal, steht er drauf. Ist immer so ein bisschen. Dieser Mann trägt die Uniform eines. Oh. Was ist? Nee. Eines Akolyten, der Magier geht. Sein Gesicht ist durch Angst und Schmerz verzerrt. Wie auch immer er gestorben ist, war plötzlich und unangenehm. Ich untersuchen. Ihr findet eine große Karte der Ruinen. Neben der Markierung Basislager gibt es eine kleine Notiz. Bei Sonnenuntergang Meldung bei an den Wehen machen. Oh Gott. Ich will nur mal Bescheid sagen, dass ich wieder da bin. BB. Meine Karte bekommt bei Spinnen und anderen Käfern die Panikattacke. Mein Kerl und ich stehen daneben und bekommen uns vor Lachen nicht mehr ein. Gut, würde mir wahrscheinlich genauso gehen. Wahrscheinlich da oben, ne? Oh. Ich erinnere mich an die Stelle. Da ist ein Buch. Ja. Dicker Hauskater. Hallo, der ist der echte Drama Queen. No. Ja, gut. Also keine Tiere für die freie Natur. 21er Kanalpunkte. GZ. Möglichkeiten, die sich sicher interessieren werden. Okay. Müsste mal weiter gucken. Ich habe ja noch nicht mal die erste zu Ende gesehen. Wir hocken ja immer noch bei. Folge 4? Ich glaube, Folge 4. Der frisst einen Brocken trocken vor und bekommt eine Panikattacke, weil er verhungern könnte. Ja gut, das macht unser einer aber auch. Weißt du, wir haben ja so einen automatischen Futterautomaten. Also, es ist immer genug drin. Aber zu ihren festen Zeiten kriegen sie dann was, lassen aber halt auch immer genug für den Tag, falls sie zu Dönerhunger haben. Haben zwei Stück davon, ja. Und egal wie voll das Ding ist. Es ist ja immer, wie gesagt, er kann jederzeit ran. Es ist immer was drin. Weil sie nie komplett aufessen. Aber irgendwie frisst drei Dinger. Dann geht er. Fängt an der Tür zu kratzen und sagt, nee, das will ich nicht essen. Ich verhungere, aber ich will das nicht essen. Nee. Mm-mm. Aber mit Posten. Ist doch schön. Freut mich für dich. Meine Mods sind zurzeit krank.
In diese Freude wieder. No. War das das, was du mir erzählt hattest? Oder nochmal was ganz anderes? Nicht, dass ich da jetzt irgendwas durcheinander werfe. Wo 170 aktiven Mods? Ja, gut. Na gut, bei Skyrim hatte ich damals auch. Dazu bis 100. Skyrim hatte ich 100 Mods. Auch überhaupt nicht übertrieben. Das hätte eine einfache Aufgabe sein sollen. Ich hätte niemals zulassen dürfen, dass Leutnant Urien uns herumschubst. Ah, okay. Dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Was stimmt nicht? Das Beinhaus von Telakar galt einst als Ruhestätte von Manimakos mächtigstem Jünger. Ach ja, Manimako. Wir durchsuchten gerade diesen Ort, auch noch. Und das mit äußerster Vorsicht, als plötzlich die Schatten erwachten. Was ist geschehen? Ich weiß es nicht. Sie quollen einfach aus dem Boden empor. Die Soldaten brachten mich schnell ins Lager zurück und jetzt bin ich die Einzige, die noch übrig ist. Leutnant Urien lässt mich nicht mehr aus dem Lager. Aber ihr unterliegt keinen solchen Hindernissen. Bitte findet meine Akolyten. Sie können nicht alle tot sein. Das klingt eher nach einer Krankheit. Ich werde die Akolyten finden. Es klingt dennoch wie eine Krankheit. Lass bitte hoch. Und tschüss. Hier ist einer. Ihr seid gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Okay. Dann haben wir wieder rum. Wie weit ich bis dahin überhinkomme. Das muss ich auch immer noch spielen. Aber zurzeit habe ich ja Disney. Ich glaube, mehr solcher Spiele. Glaube ich nicht. Euch. Von hier aus schaffe ich es ins Lager. 26 Jahre ist jung, komm noch von dem. Ist so schön. Freut mich für dich. Dann euch auf jeden Fall viel, viel Glück. Oh. Hat ich die Dolmen eigentlich fertig? Nee, Anna fehlt. 100% ist wahrscheinlich der da gerade am Bach war. Mir nach, schnell, bevor noch mehr von ihnen zurückkehren. Da ist noch einer. Forschung. Ich will einfach nur forschen. Warum komme ich immer in Leben- oder Todsituationen? Entweder ist Andeven verflucht oder ich bin es. Schatten, die aus dem Boden kriechen? Was kommt als nächstes? Trolle in Wallung? Wirklich. Spiel ist eigentlich mit einem Freund zusammen. Das macht auch Fun. Das glaube ich. Ihr wollt sie eigentlich auch mit jemandem zusammen spielen. Aber ich habe einfach so viele Spiele zurzeit. Also halt allgemein auch privat. Ich weiß nicht. Ich sollte mal auf dem Boden bleiben mit den Spielen. Gut, die ganzen Together-Sachen jetzt mal rausgenommen. Also wie Golfit und sowas. Die zählen da natürlich nicht mit rein. Wenn man da versteht, dann sagt wahrscheinlich, ich rock das mit dir. Stell ich mir lustig vor. Vor allem mit dir. Gott, das kann nur in die Hose gehen. Wahrscheinlich liegen wir irgendwann lachend auf dem Boden, weil wir einfach nichts mehr auf die Reihe kriegen. Erzählt mir, was geschehen ist.
Wir haben Artefakte ausgegraben, als die Soldaten des Dominions auftauchten und verlangten, dass wir all unsere Funde bei ihnen abgeben. Das wird terror, ja, ich glaube auch. Gezeigt, was wie gesagt, ich muss erstmal gucken, wie Zeit und Urien hat darauf steht. Bestanden, dass wir schneller arbeiten. Keine festen Abläufe, keine Sicherheitsvorkehrungen. Oh Gott. Weil allein, gut, die MMOs haben ja ihren festen Tag. Aber Life is Strange haben wir ja noch. Danach kommt ja, was habt ihr so entschieden? Kingdom Hearts. Witcher 3 läuft ja noch. Das dauert auch noch Ewigkeiten. Nach Witcher 3 steht ja fest auf dem Plan eigentlich Two Worlds. Das hatten wir ja beim letzten, war es 24er? Doch, beim vorletzten 24er hatten wir das ja angefangen. Das müssen wir unbedingt weitermachen. Ja. Ja. Ich hab zu viel. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Die Magiergilde hält sich aus gutem Grund an feste Abläufe. Ich hab gar keinen Typ. Nicht, dass die Soldaten zugehört hätten. Wir haben ein Zepter aus Knochen gefunden. Aber bevor wir das Artefakt ordentlich verwahren konnten, hatte sich einer dieser Schwachköpfe geschnappt. Sind da die Schatten erschienen? Das stimmt. Wenn ihr nicht gewesen wärt, würde ich jetzt auch zu ihnen gehören. Ich gehe zurück in unser Basislager. Ihr solltet mit Andevin sprechen, wenn ihr meint, dass ihr uns aus diesem Schlamassel heraushelfen könnt. Ihr könnt nicht schlimmer sein als Leutnant Urien. Hm. Habt ihr eine Ahnung? Ich werde das im Hinterkopf behalten. Du stehst mir jetzt leider im Weg. Jo. Wir sehen die Quere. Wie gesagt, mir ist es halt einfach egal, weil ich habe von Stardew Valley eh keine Ahnung. Wenn das Knochenzepter nicht berührt hätten, säßen wir jetzt nicht in dieser Patsche. So. Ich werde aber einmal eine ganz kurze Pause machen. Ich glaube, dass meine bessere Hälfte auch gleich kommt. Wenn sie nicht schon...